Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal Miss Blush & Beauty und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jasmin, für alle, die mich noch nicht kennen bzw. heute zum ersten Mal dabei sind. Und auf meinem Kanal dreht sich alles um überempfindliche und auch Problemhaut, da ich selber an der chronisch entzündlichen Hautkrankheit Rosacea im Gesicht leide und habe dazu auch im Rahmen dessen eine Rosacea-Serie gestartet, wo ich wirklich in letzter Zeit sehr viele Videos auch gedreht habe und heute auch schon wieder Neues kommt, nämlich zu einem Medikament namens Solandra, wie ihr unten auch schon im Titel sehen konntet, das ich jetzt wirklich 3 Monate ausgiebig getestet habe. Und was so meine Erfahrung mit dem Medikament ist und ja, ob es auch wirklich hilft, was es verspricht, denn es wird tatsächlich sehr gehypt, das erzähle ich euch jetzt im Video. Hier haben wir auch schon das gute Stück. Ja, es handelt sich hierbei um die Solandra 10 Milligramm pro Gramm Creme mit dem Inhaltsstoff oder dem Wirkstoff Ivermectin. Es sind 45 Gramm enthalten, ist von der Firma Galderma und es ist rezeptpflichtig. Das heißt also, ihr bekommt es nur vom Hautarzt verschrieben. Dementsprechend habe ich damals auch angefragt, weil ich wieder was Neues ausprobieren wollte. Ich war zuvor eben auch sehr begeistert von der Skinoren. Das habe ich euch auch schon in einem früheren Video erzählt. Aber was bei all diesen Metrogel, Metrocreme ging gerade noch, aber auch bei der Skinoren hatte ich immer das Gefühl, dass sie ein bisschen meine Mischhaut austrocknet. Und da wir jetzt auch in den Winter hineingegangen sind, ne, habe ich mir gedacht, nee, also ich glaube, ich brauche eher was bisschen Reichhaltigeres, mehr auf einer Cremebasis und habe mich auch so ein bisschen umgehört und ja, so Foren durchstöbert und bin unter anderem eben auf die Solandra gekommen. Und tatsächlich habe ich die jetzt 3 Monate testen können und tatsächlich ansonsten ist diese Creme auch sehr minimalistisch formuliert. Das heißt also, neben diesem Wirkstoff haben wir auch nicht mehr viel Inhaltsstoffe, was natürlich einerseits super ist, weil all diejenigen, die wahrscheinlich auch mit überempfindlicher Haut zu kämpfen haben, die wollen ja auch so wenig wie möglich auf der Haut haben, was sie eventuell irritieren könnten, ne, was die Inhaltsstoffe angeht. Und zweitens soll halt einfach nur mal der Wirkstoff auch im Vordergrund stehen. Das heißt also, ich habe nur noch gesehen, dass unter anderem auch noch sehr viele Fettalkohole enthalten sind, ein bisschen Silikon und natürlich Wasser und Konservierungsstoffe. Und diese Salbe, ihr seht schon, kommt halt in so einer Tubenform daher, muss man hier so aufdrehen und ich habe leider nicht mehr viel, ich hoffe, ich kriege noch was raus. Aber ich glaube, die Konsistenz kann man sehr gut erkennen, wenn ich näher rangehe an die Kamera. Es ist tatsächlich, sehr cremig, sehr reichhaltig, zumindest wenn ich es jetzt auch zwischen den Fingern verreibe und auch später dann im Gesicht. Aber für mich hat das jetzt super gepasst im Winter, da ich ja auch dann etwas trockenere Haut bekomme, als jetzt zum Beispiel im Sommer mit meiner Mischhaut. Und habe es auch als, das kann ich schon mal dazu sagen, also das ist so mein erstes Fazit schon, ich fand die Konsistenz und die Textur wirklich sehr angenehm auf der Haut. Es hat meine Haut nicht abgedichtet und tatsächlich ist es ja auch parfümfrei, es riecht also noch nichts, es ist auch kein böser Alkohol enthalten, habe also auch damit keine Probleme gehabt. Noch ganz kurz, wieso habe ich mich überhaupt für dieses Medikament entschieden, beziehungsweise den Wirkstoff Ivermectin? Nun, nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass Ivermectin sehr gut oder sehr oft eingesetzt wird, wenn man Rosacea im zweiten Stadium hat. Das heißt also nicht nur mit geplatzten Äderchen und dauerhaften Rötungen zu kämpfen hat, sondern auch mit Pusteln, Papeln, Eiterpickeln. Und das habe ich nun mal, ich habe Rosacea im zweiten Stadium und habe mir gedacht, naja, das wird so als Alternative zur Acelainsäure auch gerne verschrieben, also in dem Fall die Skinoren, und wollte halt jetzt, ne, auch für euch, für die Follower, für meine User mal was anderes noch ausprobieren, was ja auch eine ähnliche Wirkung haben soll, eben auf meine Pickeln, vor allem in der Gesichtsmitte, im Wangenbereich sind die bei mir am stärksten ausgeprägt. Und was ist jetzt eigentlich Ivermectin genau? Wie soll es wirken? Nun, es ist ein antiparasitäres Mittel. Das hilft also gegen Parasiten, in dem Fall auch die Demodex-Milbe, die auf der Haut lebt. Und ja, laut Studien oder zumindest laut Vermutungen der Forschung bei Rosacea-Patienten gehäuft auftritt. An sich hat diese Milbe jeder Mensch auf der Haut. Das ist also etwas völlig Natürliches. Wir wollen die jetzt auch nicht ausrotten, ja.
Aber wenn sie eben zu viel wird und sich vermehrt, dann kann es eben zu solchen Hautkrankheiten angeblich wie Rosacea kommen. Habe mich auch an die Anwendungshinweise gehalten. Also normalerweise trägt man sie einmal pro Tag, morgens oder abends, dünn auf die betroffenen Stellen auf. Ich habe das meistens abends gemacht, nach der Reinigung, weil ich generell ein etwas reichhaltigeres an Cremes und so verwende und habe einfach statt meiner normalen Gesichtscreme dann die Ivermectin genommen. Das heißt also ganz normales Gesicht gründlich gereinigt, Make-up, Sonnenschutz abgenommen, dann kurz eben das Gesicht abgetupft, bitte nicht reiben und dann wirklich auch vor allem die Gesichtsmitte dieses Mittel eingeschmiert. Und das habe ich jetzt 3 Monate lang jeden Abend gemacht. Tatsächlich, wenn man eine andere Hautpflegeroutine hat und das vielleicht auch gerne morgens verwendet, dann ist das auch kein Problem. Ich würde halt nur raten, dass man ja vielleicht ein paar Minuten erstmal verstreichen lässt, bis die Salbe tatsächlich ganz eingezogen ist in die Haut und dann mit seinen weiteren Schritten weitermacht, sei es Sonnenschutz oder Make-up. Genau, und dann kommen wir auch schon zu meinem Fazit zu der Creme. Ich habe schon ein bisschen gespoilert am Anfang, dass ich sie sehr gut vertragen habe. Tatsächlich ab dem ersten Tag, egal ob die Haut leicht feucht war, denn dann kann sie ja noch besser eigentlich in die Haut einziehen, oder trocken. Ich habe keinerlei Rötungen verspürt, Reizungen. Meine Pickel sind auch nicht mehr geworden. Im Gegenteil, ich habe wirklich die ersten Tage sofort eine Verbesserung meines Hautbildes bemerkt. Es ist auch gleich geblieben über die 3 Monate. Ne, wir hatten ja auch Weihnachten dazwischen und die Feiertage. Da habe ich mich ja auch nicht immer so an meine gesunde Ernährung gehalten und auch mal ja, gesündigt. Trotzdem hat es das einigermaßen in Schach gehalten, wo ich normalerweise sofort wieder aussehen würde wie so ein Streuseltaler. Das fand ich auch super. Ich sage jetzt nicht, dass ich mega reine Haut habe, also gar keine Pickel mehr durchkommen. Aber es ist definitiv weniger geworden. Und was auch sehr interessant ist, dass diese Creme auch bei hormonell bedingten Pickeln, zum Beispiel Unreinheiten mit Essern, hilft. Also die Textur meines Hautbildes hat sich definitiv verbessert. Ja, das andere Problem, was ich hier habe und viele andere Rosacea-Patienten, sind ja die dauerhaften Rötungen. Und da muss ich sagen, das gab so einen kleinen Knick. Das heißt, meine Rötungen hat es überhaupt nicht gemildert. Und wenn, dann wirklich nur minimal. Also jetzt bei der trockenen Heizungsluft, auch abends, ne, wenn ich es dann aufgetragen habe, dann bin ich eh meistens noch ziemlich rot von der Reinigung, egal wie sanft sie ist. Und ja, diese Creme ist wirklich sehr angenehm auf der Haut, aber ja, ich kann trotzdem dann nochmal 2 Stunden rot sein im Gesicht, wenn ich dann noch Fernseh schaue oder so. Also ich merke nicht, dass sie sich irgendwie positiv oder sehr positiv auf Flush und Schübe auswirkt. Und das fand ich ein bisschen schade, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber gleichzeitig habe ich mich natürlich auch sofort wieder auf die Suche gemacht, was ich denn noch zusätzlich, natürlich neben Lasern unter anderem, noch gegen die Rötungen machen kann, ob es da auch nochmal so ein ganz separates Medikament gibt, halt dann vielleicht nur für die Rötungen, was ich dann morgens auftragen könnte. Und tatsächlich habe ich mir einige Studien angeschaut und ein Mittel gefunden namens Primonidin. Das ist anscheinend auch ein Gel, was eben sehr gut gegen diese Rötungen, die ich vor allem auch morgens habe, nach dem Aufstehen, helfen soll und das sogar über Stunden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Mittel. Also ich bin schon wieder total angefixt. Also ich werde definitiv beim nächsten Mal, wenn ich beim Hautarzt bin, danach fragen, ob ich dafür ein Rezept bekomme. Habt aber auch gemischte Erfahrungen gehört, so in Rosacea-Foren. Die einen waren begeistert, die anderen haben gesagt, dass es bei ihnen eher die ja, Symptome verschlimmert hat. Dementsprechend bin ich da ein bisschen ja, aufgeregt auch, ob das dann bei mir auch sowas auslöst. Ja, das war also mit meiner kleinen Review zur Soolantra-Creme mit dem Wirkstoff Ivermectin. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen oder so einen ersten Anhaltspunkt gegeben oder vielleicht auch so einen kleinen ja, Anreiz, vielleicht selbst diese Creme ausprobieren. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt für das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr natürlich auch meinen Kanal abonniert, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, vor allem wenn ich jetzt das Primonidin auch noch ausprobieren möchte. Und ja, genau, damit ich es nicht vergesse, ich bin auch auf Instagram unter @jasmin_amarena, wo ich auch regelmäßig zu meinen Videos, aber auch so ein bisschen random Content immer im Bereich Hautpflege, Beauty und Lifestyle poste und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da auch Teil meiner Community werdet. Dann bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.